willkommen zu den Outtakes. Hallo und herzlich willkommen im Wald zum Adventskalender. Ich wurde gerade versucht, mich abzufüllen, aber hat nicht funktioniert. Heute Türchen Nummer 4. Oh. Nebenher läuft Gaskocher, also nicht wundern. Was machen wir heute? Heute denken wir darüber nach, warum eigentlich ein Baum nicht gefriert, wenn es kalt ist. Das wäre nämlich ja durchaus irgendwo naheliegend, denn schließlich enthält so ein Baumstamm Wasser. Ja, und wenn es kalt wird, neigt Wasser logischerweise zum Gefrieren. Und wenn Wasser gefriert, dann dehnt sich's aus. Das ist ja die Anomalie des Wassers. Das heißt, eine der Anomalien des Wassers. Das Zeug ist ja wirklich extrem eigenartiger Stoff und verhält sich ganz anders als viele anderen chemischen Zusammensetzungen. Ich wollte gerade Elemente sagen, aber Moleküle, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, und das ist eben dann ein Problem. Die Kraft des Wassers beim Gefrieren reicht zum Beispiel aus, um Felsen zu sprengen. Nennt man Frostsprengung, ist ein wesentlicher Bestandteil der sogenannten physikalischen Verwitterung und führt dazu, dass von großen Felsgebieten, Felsklötzen, ganzen Gebirgen nach und nach eben kleine Teile abgespalten werden. Wie funktioniert das? Es ist oft beschrieben als eine Kombination aus Temperaturausdehnung, Zusammenziehung, also Temperatursprengung plus Frostsprengung, so in dem Stil. Ne? Also so ein Stein wird von der Sonne angeschienen, wird warm, dehnt sich aus, dann wird es kalt, dann zieht er sich wieder zusammen. So in dem Moment, wo es kalt wird und er sich zusammenzieht, kann es sein, dass er sich, wenn er sich vorher ausgedehnt hat und wieder zusammengezogen und ausgedehnt und wieder zusammengezogen, nach und nach zwischen zwei gleichförmig geformten Gesteinsbrocken eben dann so eine kleine Kluft bildet. Ja, und ein winziger Riss. Und in diesem winzigen Riss dringt jetzt im Moment des Zusammenziehens das Wasser ein. Beziehungsweise halt dann, wenn der Stein gerade in einer relativ zusammengezogenen Form vorliegt. Und das Wasser läuft in diesen Riss und jetzt wird es super, super kalt. Und dann kann es passieren, dass eben der Frost bis in den Riss reinkriecht, das Wasser dort gefriert und die Kräfte, die Wasser beim Gefrieren entwickelt, sind außerordentlich. Ja? Also die Kraft der Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren, das ist fast nicht standzuhalten und das ist dann eben geeignet, ganze riesige Felsbrocken wegzusprengen durch diesen kleinen Riss, der halt jedes Mal beim Gefrieren von Wasser drin sich immer weiter ausdehnt. Ja, und irgendwann wird der Riss halt größer, das Wasser dringt tiefer ein, mehr Wasser dringt ein, mehr Wasser macht mehr Ausdehnung und nach sprengt dann den Felsen wirklich in zwei. Kann auch tatsächlich mal passieren, dass in dem Moment, wo man gerade insbesondere im Winter in den Alpen unterwegs ist, tatsächlich irgendwo über einem ein Fels abkracht, weil es gerade zu einer Frostsprengung entsprechend gekommen ist. Also ist nicht ganz ungefährlich im Übrigen auch. So, ja bitte? Ist auch im Straßenbau ein Thema. Ja. Dass da ja kein Wasser irgendwie unten reinfließen kann und so weiter, dass nicht der Beton und der Asphalt aufgesprengt wird. Mhm. Haben wir mal in der Schule gelernt. Oh, ihr lernt aber. Du warst in der Schule? Ich war in der Schule. Oh. Ganz lange. Oh, das. Deswegen bist du so schlau. Ja. So viel zum Thema Frostsprengung bei Fels. So, jetzt könnte man eben annehmen, da ja Bäume logischerweise auch Wasser transportieren, was sie ja für die Photosynthese brauchen, dass die eben dann entsprechend auch einen nassen Stamm aufweisen. Das ist auch so. Und wenn dieser gefrieren würde, das Wasser da drin gefrieren würde, dann würde es anzunehmen sein, dass der Stamm dann quasi platzt. So. Und das passiert auch. Ne? Das gibt es in extrem kalten Wintern in Sibirien, Alaska und Kanada. Theoretisch sicherlich auch in der Antarktis, wenn es da dann Bäume gäbe. Ja, wahrscheinlich gibt es aus genau diesem Grund und der Tatsache, dass es da gar kein wenig Boden gibt, wo irgendwas wachsen könnte und keine Vegetationsperiode. Aber wahrscheinlich auch wegen der Frostsprengung im Holz eben keine Bäume. Ne? So, wenn es zu so einer Frostsprengung im Holz kommt, dann reißt der einfach quasi an einer Stelle so, platzt der Stamm auf
und bekommt einen Riss. Ja, der geht dann durchaus über eine ziemlich lange Strecke und das kann ganz gut verwechselt werden mit einer Blitzverletzung, weil wenn der Blitz in den Stamm fährt und den Baum entlang saust, dann funktioniert das quasi wie eine extrem starke Mikrowelle. Ja, das Wasser beginnt schlagartig zu kochen, was im Stamm drin ist, und wenn es anfängt zu kochen, dann dehnt es sich auch aus. Das ist also im Prinzip dasselbe, wie wenn es gefriert, nur dass es sich beim Kochen noch ein bisschen weiter ausdehnt, nämlich zu Dampf. Beim Gefrieren dehnt es sich ja nur vergleichsweise wenig aus, aber das bisschen kann schon reichen. Ja, und das führt eben dazu, dass eine Blitzverletzung auch ein Aufplatzen des Stamms, des wasserführenden Teils des Stamms, einmal der Länge nach so ungefähr ist. Also durchaus ziemlich explosionsartig beim Blitzeinschlag. Das kann dann auch durchaus mal Lärm erzeugen. Und auch ziemlich explosionsartig beim Aufreißen durch Frost. Das geht dann auch ziemlich schnell. Also wenn es reißt, dann reißt es recht flott ein. Nicht so schlagartig wie beim Blitz, aber auch zügig. Also man kann da schon durchaus bei zugucken. Man muss noch aufpassen, damit man das Ereignis nicht verpasst. So, passiert sowas bei uns auch? Naja, anzunehmen wäre das theoretisch in den Alpen. Da sind Temperaturen, die niedrig genug sind, denkbar. Wie niedrig muss denn die Temperatur sein, damit das passieren kann? Ja, schätzungsweise minus 40 und tiefer. Vorher kann das nicht passieren. Und in den Alpen ist es jetzt so, wer steht denn noch rum in Gegenden, wo es Temperaturen um die minus 40 geben könnte? Das ist genau eine Baumart, die steht auch bei uns, weil wir sie dahin gepflanzt haben, und das ist die europäische Lärche. Die ist bis minus 42 eigentlich sehr frosthart und bis minus 42 ist der warm. Da kann man ihr noch einen Schnaps anbieten, da freut sie sich und alles gut, ne? Also nicht wirklich. Aber die hat bis minus 42 keine Probleme. So, und jetzt ist die große Frage, warum? Was macht die richtig, was die anderen Bäume falsch machen, in Anführungszeichen, beziehungsweise weshalb andere Bäume bei zu erwartenden Temperaturen um minus 40 halt natürlicherweise nicht mehr vorkommen. Und das bringt uns jetzt zu den diversen Mechanismen, die ein Baum so hat, um sich eben von niedrigen Temperaturen zu schützen. Erstens, so ein Stamm. Ja? So ein Stamm möchte gerne nicht durchfrieren, denn in der äußeren Schicht des Stamms befindet sich auch im Winterzustand relativ viel Wasser. Der trocknet also nie ganz durch, sonst könnte er im nächsten Frühjahr auch nicht wieder austreiben. Trotzdem ist der Wassergehalt, den so ein Stamm im Winter hat, deutlich, deutlich geringer als im Sommer. Insbesondere im Frühjahr sind gerade Laubbäume so wassergesättigt wie sonst nie wieder im Jahr und führen dann wirklich enorme Mengen von Wasser. Weshalb ein später Frost im Frühjahr dann durchaus auch ein Problem werden kann wegen der schieren Wassermenge, die da drin unterwegs ist. Und meistens, wenn es diese Frostsprengung bei Bäumen tatsächlich gibt, in Kanada und so weiter und so fort, ne, dann auch gerne mal eben im Frühjahr, wenn bereits ein Saftfluss, also ein größerer Mengen von Wassertransport im Stamm wieder eingesetzt hat, aber halt der Frost nochmal zurückkehrt. Der starke Frost, der intensive Frost, nicht ein paar Grad minus, da lachen die nur. Bäume, die in Kanada rumstehen, ne? Aber halt so mal richtig intensiver. Und dann kann das da auch nochmal passieren. So. Das heißt, Schutzmaßnahme Nummer 1 ist reduziertes, überhaupt kaum Wasser im Stamm vorhanden im Laufe des Winters. Das läuft so ab, dass mit der letzten Photosynthese, die bei wechselgrünen Baumarten, jetzt bei Laubbäumen, beispielsweise so einem kanadischen Ahorn, mit der letzten Photosynthese, die dann noch abgelaufen ist, wird auch das letzte überzählige Wasser sozusagen verbraucht. Und das einzige Wasser, was dann im Stamm noch zurückbleibt, während er eben in den Winterzustand geht, das Laub abwirft und nichts mehr tut, bis der Frühling kommt. Laubbäume gehen wirklich so eine Art Winterstarre ein. Da passiert quasi nichts im Winter. Vorher eben alles Wasser sozusagen noch verbrauchen, und der Rest Wasser, der drin bleibt, ist deswegen notwendig, damit eben die lebenden Zellen, das ist immer die äußere Schicht vom Stamm, nicht das innerste Holz, das ist dann auch trocken, da gibt es auch kaum bis gar keine lebenden Zellen mehr drin, und darum kann das auch problemlos austrocknen, während eben der Teil des Stamms, in dem sich noch lebende Zellen befinden, also die äußeren, je nach Baumart und je nach Durchmesser 5 bis 10 cm, so irgend sowas um den Dreh, kann auch mal noch ein bisschen mehr sein, die
enthalten lebende Zellen. Und wie alle lebende Zellen brauchen auch lebende Zellen von Bäumen entsprechend Wasser, um weiter am Leben gehalten zu werden. Die dürfen nicht austrocknen, das würden sie in meisten Fällen nicht überleben. Es gibt ja so ein paar Spezialistenpflanzen, die das dann doch können und so weiter. Aber ja, und dieses Restwasser ist dann halt eben der springende Punkt, der potenziell gefrieren könnte. So, davor schützt jetzt wie auch vor allem anderen schützend wirkt eine Borke oder eine Rinde. Jetzt haben wir da hier drüben zum Beispiel eine Buche rumstehen. Ich meine, es ist eine Kirsche. Und die hat jetzt zum Beispiel keine besonders dicke und auch keine besonders thermoisolierende Borke. Wenn wir uns hingegen mal so eine Lärche angucken, ich hoffe, ihr habt da ein Bild im Kopf, wie eine Lärchenrinde aussieht, sieht so ein bisschen aus wie eine Kiefernrinde. Die hat so einzelne Schuppen. Diese einzelnen Schuppen, wenn man die mal abkratzt, ich habe leider weit und breit keine Lärche parat, sonst würde ich euch das gerne ja auch mal zeigen, und sich die mal anguckt und die mal dreht und wendet, dann wird man als erstes feststellen, huch, die sind aber leicht. Also ein Stück trockene, wohlgemerkt, ja, wenn sie durchgeweicht ist, weil sie schon lange am Waldboden liegt, dann nicht mehr so sehr. Aber ein Stück trockene Lärchenrinde oder Kiefernrinde, Kiefern halten auch sehr niedrige Temperaturen aus, oder Fichtenrinde oder die meisten Nadelbäume eigentlich, außer der Tanne, die hat eine eher dünne Rinde und ist nicht so gut isoliert. Ja, aber viele Nadelbäume, die niedrige Temperaturen aushalten, haben eben eine Rinde, die erstaunlich leicht ist, die viele Poren aufweist, die aus einem sehr luftigen Material besteht. Besonders schön sieht man das übrigens auch bei Mammutbäumen, wer sich da mal einen angucken möchte. Und die Rinde von einem Mammutbaum, die kann man sogar ein bisschen eindrücken, die ist weich, weil die wirklich nur, ja, das ist fast ein Schwamm, das ist ein fester Schwamm zwar, aber Schwamm styropurmäßig, so ein bisschen in diese Richtung geht das. Ja? Und das ist eine Isolation. Im Fall vom Mammutbaum ist es eine Isolation vor Hitze, weil der an Waldbrände gewöhnt ist. Im Fall von Kiefern ist es erstens mal auch bei Hitze ganz hilfreich und zweitens eben zusätzlich noch ein Schutz vor Kälte. Und bei der Lärche ist es ganz klar bauschiges, schön gemütlich, warmes, isolierendes Material, was außen dran hängt, was eben vor der Kälte schützen soll. Ja? Und damit bleibt die Wärme des Stammes auch besser im Stamm. Weil ein Isolationsmaterial, das schützt ja nicht vor der Kälte, sondern es hält die Wärme drinnen. So rum müsste man es eigentlich physikalisch korrekt formulieren. So, und jetzt kann man sich fragen, hä, bitte, Wirt, welche Wärme soll denn so ein Baumstamm bitte abgeben, die innen gehalten wird? Ja, da haben wir ja schon gesagt, warum ist das Wasser in den lebenden Zellen notwendig? Weil sie halt am Leben sind. Und was macht eine lebende Zelle? Na, die atmet. In jedem Fall, jedes Lebewesen hat Zellen, die atmen müssen, weil sonst würden sie kaputt gehen. Diese Rate der Zellatmung, die kann sehr, sehr niedrig sein. Die kann auf ein Minimum runtergeschraubt werden. Das ist im Winter auch durchaus der Fall. Aber eine Zelle, solange die noch lebt, muss sie einen gewissen Stoffwechsel haben. Und das bedeutet Atmung bei Eukaryontenzellen. Und das bedeutet dann wiederum ein gewisses Maß an Erzeugung von Abwärme. Aha. Wenn eine Zelle arbeitet, dann gibt es Abwärme. Und diese Abwärme führt dazu, dass eben auch Bäumchen eine gewisse Wärmeabstrahlung haben. Also wenn man mit einem sehr empfindlichen Infrarotgerät, also das Wärmestrahlung sichtbar machen kann, mal so in den Wald reinguckt, dann wird man feststellen, dass im Winter, je nachdem wie gut die Borke der einzelnen Bäume oder Rinde der einzelnen Bäume isoliert, man durchaus Bäume sehen kann, die dann so ein kleines bisschen leuchten, weil sie eine gewisse Wärme abgeben, während Schnee so gut wie gar nicht leuchtet, weil der überhaupt keine Wärme abgibt. Also das kann man absolut nachweisen, dass das der Fall ist. Und wer im Winter mal aufpassen möchte, ja, Schatz? Aha, Moment, im Winter hat es ja immer so Trichter an den Baumfüßen. Sehr gut, ja, hervorragend, sehr gut, das hätte ich jetzt gerade erzählen wollen. Genau, das kann man dann im Winter eben entsprechend sehen, wenn Schnee liegt, dann sind immer so Trichter eben um die Bäume, wenn der Schnee schon lange liegt, nicht frisch gefallen, aber wenn er lange liegt, gibt es um die Bäume so Trichter, weil die Bäume eben doch Wärme abgeben und das schmilzt dann am Stammfuß der Schnee eben schneller weg als in der Umgebung. Na, jetzt bin ich stolz auf meine Frau. Sie war in der Schule. Und genau, also das wäre dann ein eindeutiges Zeichen dafür, dass eben eine wärmende, isolierende Rinde
bei gleichzeitiger Wärmeproduktion der äußeren Baumschicht eben dazu führt, dass da nichts gefriert, weil der Baum sich warm hält. So, das ist also jetzt das eine. Ja, das können Laubbäume, das können Nadelbäume, das ist völlig egal, das kann jeder Baum hat lebende Zellen, bei denen das so funktioniert und die eigentliche Temperatur eben, die der Baum abgibt, wirkt natürlich der Kälte entgegen. Und drum sind auch eben diese minus 42 Grad so der entscheidende Punkt, wo dann selbst bei sehr guter, sehr isolierender Rinde irgendwann der Grad erreicht ist, wo das nicht mehr funktioniert und wo dann halt doch eben mit gefrierenden Stämmen zu rechnen ist, weil es einfach zu kalt wird. Ne? So, weiterhin hat jetzt so ein Baum ja das Problem, dass er ja nicht nur einen Stamm hat, in dem Wasser drin ist, sondern der hat auch noch Blätter, beziehungsweise Nadelblätter. Nadelblätter sind auch ein Blatt, ne, botanisch gesehen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, um der Kälte auszuweichen. Möglichkeit Nummer eins, die wurde erfunden von einem gewissen Mr. Miyagi, der Karate-Lehrer vom Karate-Kid. Mhm. Der hat nämlich gesagt, beste Abwehr, nicht da sein. Ich muss diesen Spruch einfach immer bringen, es tut mir leid, ich möchte mich dafür ganz offiziell entschuldigen. Beste Abwehr nicht da sein ist das Prinzip, was der Laubbaum, der wechselgrüne Baum, anwendet. Das gibt es nicht nur als Kälteprävention, sondern auch als Hitzeprävention. Es gibt nämlich am Mittelmeerraum beispielsweise Baumarten, die sind sommerkahl. Die haben nur im Winter Blätter, wenn mit Feuchtigkeit zu rechnen ist, wenn auch Wasser da ist, um Photosynthese zu betreiben. Und im Sommer, wenn es monatelang nicht regnet, dann haben die einfach da keine Blätter. Während der Winter halt immer schön warm ist, also warm genug für Bäume und es kein Thema ist, da irgendwie der Kälte auszuweichen von den Blättern her. Und ja, dann kann das auch so funktionieren. Bei uns, das lernt man auch in der Schule, da erzähle ich jetzt niemandem was Neues, werfen Laubbäume vor allen Dingen deswegen ihre Blätter über den Winter ab, damit die dann nicht kaputt frieren. Ja? Weil, wenn man ein Blatt produzieren möchte, das in der Lage ist, Frost zu widerstehen, dann muss das sehr solide sein. Es muss eine andere Architektur haben als so ein normales Laubblatt. Es muss viel fester sein, muss sich auch fester anfühlen, braucht eine dicke, dicke Zellwand. Ja, und wie sieht sowas dann aus? Ja, zum Beispiel wie eine Nadel. Das Nadelblatt ist also ganz klar eine Anpassung von Nadelbäumen, um dauerhafte Blätter, also Nadeln, haben zu können, weil die eben aufgrund ihres geringen, dünnen Querschnitts auch sehr viel Oberfläche, sehr viel stabile Oberfläche zu ihrem Gesamtvolumen haben. Ist das jetzt korrekt oder ist das wieder mal andersrum? Entschuldigung, ich war gerade an einem anderen Ort gedanklich. Sie war gedanklich woanders, egal. Ich meine, magst du es nochmal wiederholen? Für die Kamera? Ja, also. Nein, wir machen weiter. Also Nadeln haben im Verhältnis zu ihrem Volumen eine sehr große Oberfläche und das ist deswegen interessant, weil die Oberfläche eben diese verhärtete äußere Schicht ist mit viel Kutikularwachs und Wachs ist auch wieder leicht isolierend und damit, dass die eben also aus dieser sehr harten Hülle bestehen und nur im Inneren wirklich Wasser eingelagert wird, das ist auch im Winter so. Auch im Winter befindet sich in jeder Nadel an einem Nadelbaum eine gewisse Menge Wasser, das könnte wieder gefrieren und die Nadel sprengen. Aber dadurch, dass das Ding halt eben umgeben ist von festem Material, kann es sein, je nach Baumart, ne, dass das Wasser da drinnen sehr wohl gefriert, aber einfach durch diese enorme Festigkeit der Hülle, die sich ein bisschen mit ausdehnt, also die ist stabil und gleichzeitig dehnfähig und das Eis ist dann halt da drin und das schmilzt irgendwann wieder und dann ist alles in Ordnung, dass also durch das Gefrieren selber gar kein Schaden entsteht. Also das gibt es. Was es aber auch eben noch gibt, ist die harte Hülle, erstens um Gefrieren zu verhindern und zweitens, gibt es noch die Möglichkeit für eben die Teile, die exponiert sind des Baumes, wie eben die Nadeln, wie auch die Knospen beim Laubbaum, dazu kommen wir noch, Frostschutzmittel einzulagern. Und wie funktioniert das? So, eine Pflanzenzelle hat in jedem Fall immer eine Vakuole. Das ist im Prinzip nochmal eine Wasserblase, die in der Zelle rumschwirrt. Wofür ist die da? Also erstens kann man da drin Zeug speichern, zum Beispiel Wasser. Und in dem Wasser kann man dann nochmal anderes Zeug speichern, zum Beispiel Zucker oder bestimmte Mineralstoffe.
Ja. Außerdem sorgt die für, durch ihr Volumen dadurch, dass ein gewisser Druck im Inneren der Zelle entsteht, und damit die nicht zusammenfällt. Ja, wenn dann mal weniger Wasser da ist, dann sorgt die Vakuole dafür, dass das ausgeglichen ist und die Zelle bleibt immer schön stabil und bleibt in ihrer Form, die sie haben soll. Das ist gerade für Pflanzen wichtig. Drum, wenn man Blumen nicht zu wenig gießt, verlieren die Wasserdruck. Die Vakuolen verlieren ein bisschen Wasser und was machen sie dann? Sie lassen das Köpfchen hängen. Ja, und sind weniger stabil, kippen langsam zur Seite. Kurzes Zeichen davor, dass sie kurz vorm Austrocknen sind, weil der Wasserdruck eben offensichtlich schon abnimmt. So, in diese Vakuole kann eben auch, das ist gerade der Kocher wieder noch an, in die Vakuole kann eben auch jetzt alle möglichen Substanzen wie eben Zucker oder Salze eingelagert werden. Und das wird dann interessant, weil wenn man zum Beispiel Salze, muss jetzt nicht Natriumchlorid sein, aber irgendwelche Salze in die Vakuole einlagert, dann erhöht sich da drin ja die Salzkonzentration. So, und Wasser fließt immer dahin, wo eine hohe Salzkonzentration ist. Und wenn man da Salze einlagert, dann wird das Wasser aus der Zelle, der sonstigen Zelle, eben primär in die Vakuole strömen und wird in der Vakuole gelagert. Und durch die Salze, die da drin sind, Salzwasser gefriert bekanntlich erst sehr spät, sinkt dann auch entsprechend der Gefrierpunkt des Wassers in der Vakuole. Der Rest der Zelle enthält kaum noch Wasser, da kann also auch nichts gefrieren. Das wird dann eher zu so einer gelartigen, zähflüssigen Substanz, das Zytoplasma, also der Glibber im Inneren der Zelle, nennt sich Zytoplasma. Glibber ist in Anführungszeichen. Und durch eben dann dieses Konzentrieren des Wassers an einem Ort mit Frostschutzmittel oder Glycerin wird da auch sehr gerne als Frostschutzmittel verwendet von Pflanzen, kann da halt dann auch wieder eben nichts gefrieren. Jo, und im Prinzip ist das Gleiche, was auch in Knospen von Laubbäumen stattfindet. Teilweise haben die sich aber noch ein paar extra fancy Sachen überlegt. Also erstens wird das Wasser ja nur in einem kleinen Knospe gespeichert und eben nicht in einem großflächigen Blatt. Das ist dasselbe Prinzip, wie es auch eine Nadel bei einem Nadelbaum anwendet. Da wird das Wasser ja auch nur auf kleinem Raum in einer kleinen Nadel entsprechend gelagert. Und drum entwickelt sich eben der Laubbaum zurück aufs Knospenniveau für den Winter, weil die eben viel leichter, das Wasser da drin leichter zu komprimieren ist. Was enthält eigentlich so eine Knospe? In einer Knospe drin sitzt schon das vollständig, fast bis komplett, je nachdem, fertig entwickelte Blatt, das bloß noch aufgepumpt werden muss mit Wasser. Ja? Also wenn die Knospe dann austreibt, wenn sie aufbricht und da entsprechend das Blättchen rauskommt, das kann man wunderbar beobachten im Frühjahr, dann sehen sie meistens aus wie so ein ganz kleines Fähnchen und teilweise auch noch zusammengefaltet. Also wenn das kleine Fähnchen rauskommt, da kann man sich ja mal eins nehmen und versuchen, das vorsichtig auseinanderzufalten. Insbesondere, wenn das Fähnchen so aussieht wie ein halbes späteres Laubblatt. Das kann man zum Beispiel sehr schön bei Ahornen machen. Wobei, die falten sich teilweise nochmal anders zusammen. Also jeder Baum hat sein eigenes Faltmuster. Und später erkennt man auch an den Blattadern, wie die mal zusammengefaltet gewesen sind. Wenn sie in der Knospe eben überdauern, wenn sie dann rauskommen. Das sieht sehr interessant aus. Und das fertige Blatt muss eigentlich dann wirklich nur noch aufgepumpt werden, eben entsprechend mit Wasser, und in der Knospe überdauert es nahezu wasserfrei, und das ist auch der Grund, eben Frost ist der Grund, weshalb eben die Überdauerungsform der Blätter eben so ein wasserfreies, fast wasserfreies Stadium gewählt wird. Es gibt übrigens auch jede Menge Baumarten, die behaarte Knospen haben, da sitzen dann so kleine Härchen drauf. Und das ist auch wieder ein weiterer Temperaturschutz, weil in der Knospe befindet sich lebendes Gewebe. Und wie wir schon gelernt haben, lebendes Gewebe atmet, lebendes Gewebe erzeugt Wärme. Und dann kann es von Vorteil sein, wenn man diese Wärme eben in der Knospe hält. Und dafür braucht man drumherum Isolationsmaterial. Und dann sind wir dann halt eben bei diesen lustigen Härchen, die sich um die Knospe drumherum befinden. Das gibt es bei ganz vielen verschiedenen Pflanzen und auch Baumarten. Ja, sonst noch was?
abseits der Bäume gibt es noch mal eine zusätzliche Strategie, wie man der Kälte des Winters entgehen kann. Nämlich, das ist auch wieder eine auf Mr. Miyagi basierende Strategie, man ist gar nicht da. Also so gar nicht. Man hat nicht nur keine Blätter, sondern man ist überhaupt nicht da. Und das sind dann halt eben sämtliche Pflanzen, die hier unter uns überall stehen. Hier, da stehen sie überall, alles voll, nur sind sie gerade nicht da. Weil sie eben im Erdinneren entweder als in Rückzugsorganen überwintern. Klassische Beispiele dafür, das sicherlich jeder kennt, ist der Bärlauch. Der hat eine Zwiebel und also mehr oder weniger und nochmal so Seitenverzweigung, aber Maiglöckchen oder Schneeglöckchen und solche Sachen, das sind alles Zwiebeln. Die ziehen sich also in ihre Knolle zurück, sterben oberirdisch ab, haben aber im Laufe ihrer Vegetationszeit, wann immer die halt eben wachsen, haben sie jede Menge Reservestoffe eingelagert in eben ihre Knolle und sterben oberirdisch ab. Und in der Knolle ist aber alles drin, was die brauchen, und im Frühjahr, wenn es wieder warm geworden ist, auszutreiben. Und im Boden muss man auch nicht damit rechnen, dass es da unglaublich viel Frost gibt, nämlich ab einem Meter Bodentiefe ist schon wieder relativ kuschelig. Die obersten 30 cm des Bodens sind überhaupt nur zu beeinflussen von der Außentemperatur, also hier bei uns so in etwa 30 cm maximal, wenn es jetzt ein tiefgründiger Boden ist. Tiefer hat die Temperatur keinen Einfluss mehr. Das gilt im Sommer wie im Winter, ja, die Außentemperatur. Das heißt, wer sich tiefer als 30 cm in den Boden buddelt, hat das ganze Jahr über gemütliche, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber ich meine 8 Grad, irgendwie sowas um den Dreh, wäre es durchschnittlich. Da gibt es natürlich nochmal Ausnahmen, hängt ein bisschen vom Boden ab und so weiter. Aber je tiefer du kommst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du jemals irgendwas mit Frost zu tun bekommen wirst. Und damit können dann auch Tiere, die eben in Bodenlöchern hausen, wie beispielsweise auch der Maulwurf, immer ziemlich problemlos durch den Winter kommen. Also Frost ist für die kein Thema, egal wie kalt es wird, dann graben sie sich einfach halt tief genug ein und dann ist das Problem gelöst. Lediglich finden sie halt nichts zu fressen. Und drum kommt dann eben Winterschlaf und Winterruhe und so ein Zeug zum Tragen. Das ist aber dann ein anderes Thema. Jetzt wollten wir ja nur mal kurz wissen, was Pflanzen tun. Möglicherweise spreche ich ja über Winterschlaf und Winterruhe auch noch. Frau guckt skeptisch. Warum guckst du skeptisch? Frau sagt nichts. Ah, das kennen wir alle, beziehungsweise wünschen wir uns alle. Und wenn wir es dann und wenn wir es dann mal bekommen, dann ist es auch wieder nicht echt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Und ja, ich glaube, ich habe die wesentlichen Aspekte, denke ich, genannt. Das war jetzt mehr so spontaner Vortrag. Ne? Also, und bis morgen. Seid lieb zu euren Frauen. Seid lieb zu euren Frauen. Oder lauft schnell. Macht's gut.